So, da sind wir bei Dark Souls Remastered. Weiter geht's. Wir sind mit unserem besten Freund in der ganzen Welt hier oben in der Undead Burg und genießen die Aussicht, die göttlichen Strahlen, das Sonnenlicht, das er sich hier tankt. Mein verdammtes Vitamin D, der Mann weiß Bescheid und ich hoffe, dieses Mal lassen sie ihn ausreden. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Für dich immer, Alter. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Muss nicht zweimal fragen, Alter, auf jeden Fall. Just pleases me greatly. Well then, take this. White Sign Soapstone. We are strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ich mag dich. Ist aber ein netter Kerl. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Und die letzten paar Sätze, die er hier gerade gesagt hat, erklärt eigentlich komplett alles, warum man Leute summonen kann, warum man in andere Welten gehen kann. Die Zeit ist einfach ein bisschen verwirrt, wie die meisten, die wir bisher getroffen haben. Wie gesagt, Jolly Corporation klingt verdammt gut, ist auf jeden Fall der meiste Spaß, den wir hier haben können mit einer anderen Person, von dem her, den sollten wir uns auf jeden Fall nahe halten. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter. Richtung Brücke, wo Drake auf uns wartet. Oder noch nicht? Hm. Also nicht der Drake, nicht Hotline Bling Drake. Der rote Drake, bitte. Ah, schön. Oh Gott. Oh Gott. Yep. Ich hätte vielleicht weiterlaufen sollen. Das wäre von Vorteil gewesen. Na klar, hör zu. Ich nehme nochmal ganz kurz einen Schluck von dem guten OJ und dann laufen wir einfach mal in Richtung Drache. Ich gehe nicht wirklich nach vorne an die Brücke, zumindest jetzt erstmal nicht. Ich hole mir Disclaimer und ich, wie gesagt, ist nicht wirklich die Waffe, die ich im Durchlauf benutzen sollte oder kann vielmehr. Ich habe nicht wirklich die Stärke, um das Ding zu benutzen. Oh, halt mal. Nope, nope. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt erstmal hier runter ans Bonfire. Die guten Seelen ausgeben, die wir durch den Suizidsprung vom Taurus Demon beim letzten Mal bekommen haben. Das war nicht wirklich erfolgreich. Ich fühle mich nicht, als hätte ich den Boss besiegt. Der hat sich vielmehr ein bisschen selber besiegt. Schwerkraft trifft jeden, verdammte Scheiße. Lass mal gucken. Level up, was haben wir denn? Wir haben 12 Vitality. Kann man noch was mitnehmen? Dann packen wir natürlich mehr Index. Und das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, das ist eine Riesenumstellung für mich, um Katana zu spielen. Ist aber seltsam, wenn die Gegner noch dastehen, nachdem ich ihnen ins Gesicht geschlagen habe. Na gut, der Kratzer ist relativ groß, den man damit machen kann. Und die Bleeding-Chance ist auch da. Aber wie gesagt, trotzdem, wenn man sein Leben dem Zweihänder geschworen hat, dann ist so ein Katana irgendwie so ein Party-Peaker irgendwie. Ein scharfer Party-Peaker. Ja, aber trotzdem ein Party-Peaker. Weakness Tail. Der meint dann wohl den Schwanz, den er so stilvoll ins Bild hält. Kann man drauf schießen, wenn man 200 Pfeile und viel zu viel Zeit hat, um ein furchtbares Schwert zu kriegen, das kein Scaling hat, das vielleicht für die ersten 10 Minuten irgendwie ganz witzig ist, aber ganz ehrlich, benutzt das Drake Sword nicht. An alle Neuankömmlinge in Lordran, benutzt das Drake Sword nicht, dass ihr von dem Typen da oben kriegen könnt. Das Ding ist shitty. Sucht euch eine gescheite Waffe. Am besten den Zweihänder oder irgendwas gleichwertige. Oh, oh Gott, da geht der Fliegen, heilige Scheiße. Du gleich hinterher, was hältst du davon? Ciao, ciao. Pisser, Mann. Verdammte Schwerkämpfer. Be wary of poison. Ja, Ratten. Stimmt. Einen ganzen Haufen. Oh Gott. Apropos Poison.
Oh, fuck, das wäre fast zu weit gewesen, dass ich das Gift in meinen Adern gespürt habe. Aber nein, ich laufe erstmal ein bisschen. Ah, die Ratten. Die habe ich verdrängt. Wie gesagt, keine... Oh, Gott, der mit schweren Gegner. Aber nur dumm zu bekämpfen. Ihren viel zu kleinen Armen. Oh, Gott, und meinem Sprung in den Tod. Okay, so viel dazu. Schau mal an, wie gut der Peter rollen kann. Nicht wirklich, nicht wirklich. Da ging es tief runter. Ich habe mir gerade noch ein paar Seelen besorgt, wenn ich schon auf dem Weg war und habe noch mal ein bisschen was in Decks gepackt. Der Schaden gefällt mir noch nicht so wirklich. Ich meine, ich bin echt mehr gewohnt. Deswegen, ja, bis wir an den 40 ankommen, die ich auf jeden Fall mal haben will für die Waffe, dauert es noch ein ganzes bisschen. Kannst du mal wieder rüberkommen? Ich will nicht zu dir rüberkommen. Also ich könnte, aber nee. Oh, oh, oh. Was denn das gelernt? Geh endlich. Ja, genau. Der Tritt ist einfach das Beste in Dark Souls, Mann. Ach, Leute aus gewaltigen Höhen runtertreten. Das kann dir einfach den Tag versüßen. Heilige Scheiße. Und ich meine, jetzt ist eh egal. Deswegen voll auf die Schnauze. Hey, vergiften nämlich instant. Dann bleibt er meinem Körper hängen. Frechheit. Das ist natürlich echt blöd, dass wir hier vergiftet sind, aber damit sollten wir klarkommen, hoffe ich. Schauen wir mal. Da gibt es noch ein paar Gegner, die ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch nicht treffen will. Gerade der verdammte Eber da vorne, der nur auf mich wartet. Oder der Black Knight oben auf dem Turm. Ich heile mich mal ganz kurz. Ich höre Leute laufen hinter mir. Das gefällt mir nicht. So, von hinten, von vorne, von überall kommen Gegner. Ich meine, zum Glück ist er ein Vollidiot. Das hilft mir. Und er ist ein Speerkämpfer. Also, das ist relativ gleichzusetzen mit dem, was ich davor gesagt habe. Oh, okay, okay, chill. Und zack. Ist einfach stilvoll mit dem Katana Leute umzuhauen. Muss man schon sagen. Ah, fuck. Bleibe ich an der Wand hängen? Willst du mich verarschen? Kein guter Moment für sowas. Absolut gar nicht. Okay. Luring Skull. Extrem hilfreich hier gerade. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Können wir ihn nämlich dazu bringen, ins Feuer zu gehen? Bitte? Danke. Das ist deine Aufgabe. Mach es. Tu es einfach. Frag nicht. Shit, der ist nicht tot. Oh Gott, der ist nicht tot. Gib mir alles aus deinem Körper. Okay, an die habe ich gerade echt nicht mehr gedacht. Wir laufen einen ganzen Haufen davon rum. Die dürren Gesellen, Mann. Fuck. Dieses Gift rafft mich dahin, Mann. Und zwar heftig. Okay. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen, Leute. Müsst mir nur eins versprechen. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mystery Key. Habe ich gerade irgendwas zum Heilen dabei? Ich könnte eine Humanity nehmen. Oh. Wie viele? Eine? Ich bin auf den falschen Button gekommen. Verdammte Scheiße. Das Gift der Ratten hat mich dahin gerafft. Hat mich verfolgt bis komplett hier rein. Okay, das machen wir direkt nochmal. Also im Prinzip, wenn ich vergiftet werde, kann ich eigentlich nochmal zurückgehen. Dann. Oh, fuck. Okay. Okay. Geh. Er bleibt halt nah am Rand stehen, Mann. Wie er einfach keinen Bock auf Leben hat. Weiß auch nicht. Ich glaube, ich hole die Rattenkollegen hier einfach raus. Die Seelen, die sie mir geben, sind nicht so wirklich... Holy shit, einer? Okay. Oh, warte mal. Oh, warte. Das Upgrade der Waffe hat ausgereicht, dass ich sie mit einem Schlag killen kann. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Gerade gemerkt. Jetzt sterben sie endlich, so wie sie sterben sollen. Oh, fuck. Oh, komm, nicht du auch noch von hinten. Gib mir einen Moment, um nicht nochmal in die Falle zu tappen.
Also, ist echt schnell mit seinem Mund. Du würdest viel Geld verdienen als Prostituierte, glaube ich. Wobei eher nicht. Schau dich an. So, unvergiftet. Fühlt sich gut an. So ein bisschen OJ für mich. Willkommen in Undead Parish. Diesmal haben wir unbegrenzt Zeit. Können uns in Ruhe umschauen. Und irgendwie wild. Oh, hin und her rennen zu müssen. Okay, die. Wow, holy shit. Ja, 9,3. Die Arme waren ein bisschen labbelig, Mann. Da hättest du echt ein bisschen Spannung reinbringen können. Fuck. Erstmal an den Bolzen vorbeisegeln. Okay. Wunderbar. Geht doch. Multitasking, Baby. Fuck. Okay. Oh shit. Erstmal kurz hier runter verschwinden. Kommt da jemand, oder? Oh, shit. Oh ja, er kommt. Wusste doch. Aber ganz bisschen Stamina. Das kleine bisschen habe ich für dich aufgehoben. Für diesen speziellen Moment. Wenn ich dir in die Augen schauen wollte. Backstab ihn doch! Nicht die Hufe ins Gesicht bekommen, Mann. Oh shit, passt der hier rein? Nee, oder? Das wäre albern. Ja. Ich meine, gegen die Panzer rückzuschlagen macht halt nicht wirklich arg viel Sinn. Aber ich weiß, man kann dieses Vieh backstabben. Und es ist der albernste Backstab im ganzen Spiel. Und ihr könnt euch vorstellen, wo die Klinge hingeht. Komplett. Nein, Mann. Hier bin ich gar nicht. Okay, weißt du was? Um dich kümmere ich mich irgendwann. Lass mal schauen, dass wir jetzt hier durchkommen. Unsere Seelen wieder kriegen, die Tore aufmachen. Den Shortcut. Oh, Richtung Firelink. Oh, komm schon. Habe ich dir gegönnt? Ich meine, du hast keine Zeit, es mal irgendjemandem zu erzählen. Geschweige deine Zunge, um irgendwelche Worte zu bilden, glaube ich. Die Grunzlaute zählen echt nicht. So, bei den Seelen-Mystery-Key haben wir mitgenommen. Dann können wir erstmal weiterklettern. Und die Vögel hier, die sind jetzt eigentlich nicht wirklich... Ah! Fuck! War daneben gesegelt? Wie? Er stand direkt vor mir. Sollte eigentlich nicht passieren. Na gut. Nehmen wir uns erstmal das Item. Von dem ich echt nicht mehr weiß, was es ist. Oh, große Seele. Okay. Davon kann man nie genug haben. Okay, erstmal hier durchs White Light gehen. Ich habe echt vor jeder Nebelwand Angst mittlerweile. Durch den einen Bug oder Glitch oder was auch immer, den ich beim letzten Mal hatte, wo das Spiel sich einfach aufgehangen hat. Es hat sich angefühlt wie Dark Souls 3. Das war damals schon nicht so wirklich geil. Stabby, stab, stab. Okay, wie war dein Moveset nochmal? Also die letzten Male, als ich gesehen habe, lagst du relativ schnell auf dem Boden. Flach, wie ein Pancake. Nicht dein Ernst? Ist doch nicht wirklich, dass ich dich den verdammten OJ genießen lasse, in der Sonne stehend während einem Kampf mit mir? Vergiss es. Der OJ ist nur was für Gewinner. Und, ja. Siehst ja. Beweisstück A, also du, tot auf dem Boden, zeigt mir, dass du nicht wirklich zu der Gruppe von Gewinnern gehörst, die OJ verdient haben. Das ist echt der Kick. Und Katana to the face hinterher ist einfach die beste Taktik bei den Viechern. Viechern. Das sind Sperrkämpfer. Geht nicht darum, dass sie Hollows sind. Hollows sind auch Menschen. Aber sind verdammte Sperrkämpfer.
So. So, erstmal euch hier in den Gang rein locken. Enge Angelegenheit. Nicht auf die gute Art und Weise, Mann. So. Ihn umnatzen. Chat. Dab ihn! Dab ihn! Sehr gut. Sag ich doch. Funktioniert. Nie mehr Probleme mit Sperrkampf-Ex. So sollte die Combo heißen. Die Tritt-Schwert-to-the-Face-Combo. Warte mal. Erstmal die Tür da unten aufmachen. Tür. Okay. Ich glaube, das Ding hat den Namen Tor mittlerweile verdient. Ich glaube, eine Tür muss man nicht mit einem Hebel öffnen. Kann man eventuell, wenn man will. Aber die hier wird schwierig. Ob ich da überhaupt an die Türklinke rankommen wird? Ich bezweifle es. So, ich frage mich, ob ich mich jetzt um ihn kümmern will. Also frontal sowieso nicht. Wenn er mit den Alluring Skulls schön ins Feuer werfen. Oder den Backstep nochmal probieren. Ich muss nur aufpassen, da drüber ist ein Speerkämpfer. Ein Armbrustschütze. Ja, komm schon. Aber ganz ehrlich, er hat mich gerettet. Es wäre kein Backstep geworden, von dem her. Nicht auf mich, Mann. Geh ins Feuer. Geh ins Licht. Wie, ich bin interessanter als Alluring Skulls. Das ist eine Lüge und das weißt du. So. Jetzt bin ich zumindest mal hinter ihm. Oder vor ihm. Im Moment bin ich vor ihm und das ist keine gute Position. Und da angaloppiert. Nope. So. Über ihm zu sein ist immer ein großer Vorteil. Ganz ehrlich, das ist die einzige Stelle, an der ich wirklich Alluring Skulls benutze manchmal. Hat man nicht keinen Zweihänder ab. Habe ich einen Pfeil in der Brust? Oh ja, alles gut, mir geht's gut. Keine Panik, da ist Fresschen. Wie im Arsch brennt man. Ist geil, ne? Manchmal muss man sich einfach ein bisschen Zeit dieses komische Wildschwein nehmen und ihm einfach beim Sterben zuschauen. Das klingt jetzt fies, aber ich meine, schauen die an. Er ist auch nicht wirklich nett zu mir. Oh, er weiß aber, wo ich bin, Mann. Der Kollege ist angepisst. Komm mal hier rüber. Gekonnt ums Feuer gelaufen. Ich bin ja fast ein bisschen beeindruckt. Oh, snap. Okay, ich krieg den Backstep nicht hin. Ich frage mich auch, ob ich vielleicht eine bestimmte Waffe dafür brauche. Geht's vielleicht mit dem Katana einfach nicht? Verdammt, komm schon. Verlier doch einfach mal das Interesse an mir. Schneller. Danke. Oder spring ins Feuer. Kannst du auch machen. Krieg ich den Helm? Schade. Der Helm wäre cool. Mit Zähnen dran. Leider kein Helm für uns. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, das Vieh zu killen. Man kann auch einfach frontal mit ihm kämpfen und ausweichen, was auch funktioniert. Aber warum? Warum, wenn man Items kriegt, die direkt daneben liegen? Also falls ihr euch jemals gefragt habt, warum die Dinger da direkt daneben liegen, die kann man wunderbar für dieses Ding benutzen. Einfach nur ins Feuer rein und dann geht er ins Feuer rein. Irgendwo steht da noch einer. Oh ja, da. Wie mich abfacken wollte. Nope. Zu offensichtlich, mein Freund. Oh. Der mit den komischen Stances, Mann. Er sieht ja schon aus, als wenn er wüsste, was er tut. Wie er sein Degen oder Rapier so hält. Seine Händen und sein Bein und so ein Scheiß. Aber dann komme ich von unten und schlitze ihm einfach die Eier mit dem Katana auf und aus. Aus. Oh fuck. Das
Ding ist echt nicht so lang, wie ich es manchmal gern hätte. Und der Satz klang extrem falsch, ihr wisst, was ich meine. Ja, das Teil ist leider kürzer, als ich manchmal zugeben will. ich rede vom Katana, offensichtlich. Ja. Oh Gott, stimmt aber. Oh Gott, ja, der Typ. Ich erinnere mich. Lass mal einen Schluck davon nehmen. Ich glaube, ich gehe auch erstmal in den Aufzug. Keine Panik, ich komme wieder, glaub mir. Jetzt fahren wir erstmal runter Richtung Fallingschein, leveln uns, geben uns gutes Dex oder Energie, Stamina, ich weiß nicht, alles. Werfen wild die Seelen im Club. Hier kann man auch rausspringen, mache ich jetzt nicht. Kann man dann irgendwann zurückgehen in... Moment. War das hier? Spring in den falschen Aufzug. Wie auch immer, ich gehe erstmal Richtung Firelink Shrine. Wie gesagt, Dark Souls, ich habe es hunderte Stunden gespielt, aber größtenteils eben PvP irgendwann, denn wer spielt dauerhaft PvE? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Oh, Entschuldigung. Mister, meine Mutter hat mir einen Topf auf den Kopf gesetzt und drumherum geschnitten. Schicke Frisur, Digga. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Danke dafür. Oh my. You again. Oh. I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Nee. Kann ich. Geht nicht. That is a shame. Speak to me. Okay, ich wollte eigentlich nur okay drücken für den Coin und nicht nochmal mit dir reden. Jetzt denkst du, ich bin dein Freund. Verdammte Scheiße. Wie auch immer. Danke für den Coin. Decken wir ein und gehen erstmal zurück ans Bonfire her. So, dann lass mal schauen. Ich habe ja ein paar Seelen mittlerweile gesammelt, die wir auf jeden Fall benutzen können. Davon noch drei. Ich liebe einfach die Firelink Shrine Musik. Bisschen Vitality. Dexterity. Das war schon. Okay. War es plötzlich zu Ende, aber ich fühle mich ein bisschen stärker. Nicht arg, aber so ein bisschen zumindest. So, dann würde ich sagen, rennen wir direkt wieder hoch. Wie gesagt, den Rest schauen wir uns irgendwann mal an. Das Zeug sammeln wir. Alles, was hier rumliegt im Firelink Shrine. Liegt viel Kleinzeug, viele Seelen. Haben wir jetzt erstmal wieder nach oben. In die Kirche. Wir sehen echt nicht gut aus, Mann. Und wir waren auch nie wirklich lebendig. Also wie gesagt, nachdem wir gestorben sind beim Taurus Demon, was nicht so gut funktioniert hat, gab es nie wirklich eine Situation, wo ich dann mal am Leben war. Wenn ich ganz ehrlich bin, du mit deinem riesen Dreckschild, Mann. Fuck, das ist... Die Reichweite, Mann, ist mein größtes Problem mit der Waffe noch. Ich meine, einfach umlaufen geht eigentlich auch ganz gut mit der Waffe, muss ich sagen. Komm schon. Respektiere mich ein bisschen. Ich soll auch den OJ ziehen. Aber gut. Ja, mit der Shard. Soll aber recht sein. Kann ich meinen Katana irgendwann verbessern. Dann nehmen wir erstmal die Seele mit. Firekeeper Soul, damit können wir den Estus verbessern, dass er uns mehr heilt, was nicht schlecht ist. Ich glaube, ich nutze auch einfach direkt mal die Chance und laufe da lang. Lauf mal straight zu Andre. Schauen, ob ich da schon irgendwas anstellen kann. Du kannst schießen, so viel du willst, solange du nicht zielst davor, funktioniert es nicht.
Du musst erst das, was vorne ist an dem Ding, auf irgendjemanden richten und dann klicken. Verstehst du? Wahrscheinlich nicht. Sie hat das schon lange gemacht. Und Violet. Und dann treffen wir noch einen weiteren alten Freund, den es auch in Dark Souls 3 gab. Hey, was geht ab? You must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Genau das habe ich gerade eben gemacht. Okay, was hat er eigentlich dabei? Titanite Shards. Das Crest of Artorias, ganz genau. Da könnten wir die Tür dann im Wald irgendwann öffnen. Learn Gesture. Hurra! Danke dafür. Achso, haha. Okay, lass mal gucken. Uchigadana. Das können wir machen. Plus 2 geht auch direkt. Und dann brauchen wir noch eine weitere Shard. 200 Seelen, ich habe noch 1000 Seelen. Gut, ich glaube, dann kaufe ich mir aber noch welche. 800. Ah, shit. Oh doch, nice. Insufficient Souls. Das ist okay. Das ist okay. Ich weiß, man. So schön, dass wenigstens einer ein bisschen was auf einen gibt. Ich meine, auch wenn er einen Kunden in mir sieht und sich einfach nur denkt, geh nicht drauf, Digga. Wo soll ich sonst meine Kohle herkriegen? Oh, hi. Stimmt. Nee. Nee, danke. Vielleicht später. Verdammte Stromvertreter. Ja, dein Tarif ist günstiger als der von den anderen. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Das Katana ist ein bisschen buffer. Andre werden wir noch oft genug treffen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zur ersten Glocke Richtung Berg Gargoyles. Freut euch auf eine neue spannende Folge Dark Souls Remastered. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.